Moin, Mr. Freaky, bereit für die Zauberschule? Ich bin bereit. Hier kommt der erste Trick. Suche dir irgendeine Karte raus. Nehme ich diese? Merkst du dir, ohne dass ich sie sehe? Ja, man kann sie klar und deutlich sehen. Leg sie hier oben drauf. Hier? Okay. So, ihr seht, sie guckt nirgends raus. Ja. Jetzt passt. Gucken wir mal, ob wir deine Karte hier irgendwo finden. Und? Such noch. Hätte da so eine im Verdacht. Glaube, es ist auf jeden Fall mal eine rote. Die. Bin ich mir ziemlich sicher. Bist sicher? Ja. Ja, okay, passt. Okay. Und jetzt zur Anleitung. Also, ihr sucht euch irgendeine auffällige Karte im Spiel aus. Ich habe jetzt hier diese genommen. Kann auch ein Joker oder sonst eine Karte sein. Bei dem Trick ist es wichtig, dass es keine Karte doppelt gibt. So, jetzt zum eigentlichen Trick. Hier ist die Karte. Dann lassen wir ihn einen aussuchen. Das wäre jetzt die. Die 10 Karo. 10 Karo. So, jetzt nehmen wir ungefähr die Hälfte vom Stapel, muss nicht genau sein. Legen die hier erstmal auf die Seite. Lassen den Mr. Freaky die Karte hier drauflegen. Hier ist er. So, und jetzt legen wir unsere Karte, die auffällige, oben drauf. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach nach dieser Karte suchen. Hier ist sie. Und dann eins danach ist dann die Karte. Und so einfach ist der Trick. Ja. Aha, den wende ich gleich auch mal an. Trick Nummer 2. Okay, und der wäre? Also, nehme einmal die oberen zwei Karten vom Stapel. Die obersten zwei nur? Ja. Eins, zwei. Hat's so, damit sie das sieht. Die darf ich auch sehen. Du darfst die auch sehen, okay. Jetzt schieb sie irgendwo in den Stapel. Okay. Hier zum Beispiel. So. So, schon gucken, dass sie nicht mehr rausgucken. Gut. Schnipse einmal über dem Stapel. Okay. Und jetzt? Ich nehme die oberen zwei Karten und ich sage, es sind deine. Die oberen zwei? Ja. Okay. Hm. Stimmt. Wie geht denn das? Zauberei. Zauberei, Respekt. Da. Gibt es auch noch hier Anleitung, wie du es gemacht hast? Ja, na klar. Da bin ich gespannt. Also, zum Anfang sucht ihr euch erstmal die 6 Pik, die 9 Kreuz, die 6 Kreuz und die 9 Pik raus. Na? Wo hast du hingesteckt? Hier, 9, 6. So, jetzt nehmt ihr eine Kreuz und eine Pik. 6 Kreuz und 9 Pik. Und 6 Pik und 9 Kreuz. Das hier sind die gleichen Symbole, nur einmal umgedreht. Dann legt ihr beides einmal hier oben drauf. So, dann ist der Trick auch schon vorbereitet. Dann, okay. So, dann nimmt der die oberen zwei, das sind die hier, steckt die irgendwo rein. Jetzt schnipst er über dem Stapel. Was kommt hervor? Diese beiden. Genau. Aber es sind nicht die gleichen. Das ist eine optische Täuschung. Ja. Dann könnt ihr auch denjenigen den Stapel durchwühlen lassen. Diese Karten gibt es nicht doppelt. Das ist ja ein einfacher Trick. Ja. Trick Nummer 3. So. Sag irgendwann Stopp. Stopp. Merke dir die Karte? Ja. So.
Muss ich hier einmal durch. Willst du auch ein bisschen mischen? Nee, passt so. Vertrau dir. Okay. Also, und so. jetzt? Dann denke mal ganz fest an deine Karte. Ja, mach ich. Denke ganz fest daran. Ich werde jetzt nämlich deine Gedanken lesen. Denke ganz fest an diese Karte. Ich habe da so einen Verdacht. Und? Sie war rot, wie Stimmt. vorhin. Stimmt. Ich glaube, es war sogar die gleiche Karte wie vorhin. Es war eine 9. Richtig. Ja. Wie hast du das wieder gemacht? Hä? Zauberei, Zauberei. Gibt es da eine Auflösung? Ja, na klar. Ja, dann zeig mal her. Trickerklärung Nummer 3. Okay. Also, wir machen ja am Anfang diesen hier. Und richtig. Wir brauchen ja nur dies, das hier und das hier. Diese zwei, also die Zahl und das Symbol, um zu erkennen, was es für eine Karte ist. Wie machst du das? Und da reicht uns das hier völlig aus. Hier. Ah, ihr könnt sehen. Und dann sagt derjenige Stopp. Und dann wissen wir direkt 9 Karo. Okay. Dann machen wir so Kopf wegdrehen, Zeige, Zeige. Dabei wissen wir schon längst, was es für eine Karte ist. Ah. Und das war Trick Nummer 3.